Was geht ab, meine schönen OZ-Fighter? Ozer hier. Und zwar machen wir jetzt mal weiter, wo wir aufgehört haben letztens. Wir waren ja im Training. Stimmt, wir haben wirklich sehr viel Training absolvieren müssen, damit wir jetzt dort sind, wo wir sind. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt den Pfad weitergehen. Wir mussten uns ja kurz trennen, Note und ich. Ah, by the way, jetzt wo ich es sage, mir ist halt eingefallen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich meinen Heldenwechsel mitnehme. Naja, was soll's. Also statt Note, dass ich jemand anders nehme, aber passt schon, weil weißt du warum? Ich muss das leider, glaube ich, so zwanghaft spielen mit den Charakteren, mit dem Deck, das ich gerade habe, weil auch bei Note gab es jetzt letztens ein Disclaimer. Warte mal, geht's hier weiter? Ja, geht's hier weiter, ne? Genau. Auch mit Note gab es letztens ein Disclaimer, als ich die Sie-Fähigkeit von irgendeinem Charakter benutzt habe. Deswegen weiß ich jetzt, was ich zeigen darf und was nicht! Auch wenn ich andere Charaktere spielen würde, gerne, aber mach mal dann zum Beispiel in den Streams oder so auf jeden Fall. Jedenfalls, aha, wie ich sehe, hat Vegeta dich ganz schön hart. Hey, FSK 18. Okay. Ich bin kein großer Redner, hoffe, du hast. Ja, komm! Hey! Junge, zieh dich mal richtig an! So, mir ist gerade, by the way, eingefallen, wo ich den Helden wechseln kann. Deswegen, genau. Zeige ich euch nachher am besten. Genau, let's go. Also mein Friend quasi, den ich ja mitnehmen kann. So, jetzt hauen wir Marcel raus. Bam, aber schade. Bam, bada boom, pow. Damn, okay. Legend auf Runde 2, Kampfmodus-Chance. Ja, obwohl, die muss ich, glaube ich, nicht aktivieren. Kann ich auch skippen, Kampfmodus? Ja. Weil ich glaube nicht, dass er mehr Kraftstufe als ich haben wird. Das machen wir auch weg, BD. Dankeschön. Und zwar holen wir dann alle raus. Nur den mal rüber. Mit der hier zusammen. Genau, das wollen wir jetzt. Ja, The Legend of Runde 2, The One-Shots. Ich sollte auf jeden Fall mehr Kraftstufe haben als mein, ja, Zenogoku, unser Gegner. Deswegen habe ich mal auf Smurul verzichtet. Ja, easy, okay, nice. Der war super von Kuda. Oh! Oh! Vergesst das immer, dass man immer irgendwas machen muss. Immer muss man irgendwas machen, um quasi zu spielen. Oder um die Super-Attacks zu aktivieren. Oder irgendwas muss immer da sein. Irgendeine Voraussetzung. Tralala. Lass ihn doch einfach die Super-Attack machen. Wieso muss ich ja nochmal meinen Controller zerstören zuvor? Boah, der Action ist klar. Au! Oh! Freezer! Mein Gegner mit seinem Einfrieren-Modus. Eingefroren, okay. GG. Oh, Mann! I don't wanna know.
Und zack, du bist eingefroren, Junge. Ey, ich bin in Super Saiyan 4, was willst du? Du Pisser, in deiner Baseform. Aber guck mal, sind wir... Seht ihr? Das Outfit vom Sino Goku sieht geil aus, einfach. Vor allem im Super Saiyan 4 Modus. Ey, cool. Haben wir noch einen auf Hit gemacht? Oder einen auf Hio? Oh, das müssen wir skippen. Hat er viel Leben? So, genau das. Jetzt hätten wir das auch gewonnen. So, Dele, du wirst immer stärker. Ich werde langsam richtig aufgeregt. Ja, komm ran. Genau jetzt wollte ich euch eine Sache zeigen. Oh nee, muss irgendwo ein Ultra-Abschluss haben, dass ich weiterkomme. Ah, warte mal, da unten gab es auch einen Schlüssel. Das habe ich auch noch nicht gemacht wegen Ultra-Abschlüssen. Aber jetzt, wegen dem Heldenwechsel, das war hier eigentlich, ne? Wo war das? Ja, das war hier. Ah, hier verbündete Logo. Genau, ja, jetzt. Genau, Not habe ich jetzt im Team. Würde eigentlich gerne mal Not austauschen. Wir nehmen einfach mal vielleicht den Boy mit. Cabra. Warum nicht, dass wir mal ein bisschen Abwechslung haben. Und statt Froze nehmen wir mal... Ah, den Zen, der ist cool. Let's go. Warte mal, was geben die denn? Da steht da... Oh, Preistyp, der gibt uns Tickets, Cabra. Und Zen gibt uns Zubehör. Beziehungsweise Superangriffe vom Zubehör, speziell wahrscheinlich, oder? Moment. Was gibt er? Ah ja, genau. Es ist... Ja, okay, aber auf Ding jetzt eigentlich gar keinen Bock. Superangriffe. Aber es ist nicht schlimm, wir nehmen einfach mal Zen. Ne, was? Ja, schau mal, wir nehmen ihn. Kaku, der ist cool. Das sind Fähigkeiten, glaube ich. Ringbar-Fähigkeiten, nehme ich alles durch. Okay, machen wir das Ganze mal so. Let's go. Genau, da kann man das Ganze ändern. Und... GG. Machen wir mal weiter. Oh. Dass ich hier weiterkomme, brauche ich einen Ultra-Abschluss bei Zion oder was? Warte mal, hier, da konnte ich nicht wegen dem Ultra-Abschluss. Ansonsten haben wir da alles gemacht, richtig. Heißt, ich muss hier weiter. Hier ist ein Dimensions-Risorino. Was geht hier ab? Ah. Au. Ja, egal, ich mach's einfach mal. Ah, ich habe jetzt nicht... Egal, ich habe jetzt nicht geschaut, was ich machen muss. Aber es steht ja am Anfang vom Kampf dran. Er schlägt sich gut, seine Stärke wächst mit jedem Kampf. Wie bei einem Saiyajin. Hey, jetzt wird es wirklich interessant. Eine Runde noch, dieses Mal nehmen wir ihn zusammen vor. Okay, Shamans, jetzt komm ran. Beide auf einmal, let's go. Junge, mein Avatar soll wieder seine alten Klamotten anziehen. Was macht der? So, Dele. Jetzt. Wenn jede Form zum Schlüssel. Oh. Shit. Okay. Ich brauche einen Unterschied von 7000 Kraftstufe, was, ne? Heißt, Runde 1 darf ich nicht nur Cell raushauen. Da muss ich schon mehrere raushauen. Weißt du was? Dann hau ich einfach. Ich weiß aber jetzt nicht, was für eine Kraftstufe die haben. Ich hau jeden raus, außer. Nee. Muss. Ah. Außer Berserker, Goku und Gine, aber ich glaube ich hier. Ah, wird das reichen? Das ist die Frage. Nein, ich darf Berserker Goku nicht runtersetzen, weil der seine Kraft geht dann auf 1 runter. Also wegen seiner. Weil ich wegen der Fähigkeit, die ich ihm gegeben habe. Weiß ich, hau einfach mal raus. Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Let's go. Was soll's. Komm. Hier fangen. Wie viel haben die? 17.000. Okay, gut. War 7.000 Unterschied, glaube ich, oder? Oder war es 700? Ich glaube 7.000. Naja. Bam. War knapp. Schade. Nice. Oh, sehr schön. Wie viel Schaden, krass. Okay. Oh nein, okay. Ich bekomme sowieso nicht mehr 1000 Schaden, aber ich will nicht, dass... Was, keine Chance. Dass Berserker Goku betäubt wird, das will ich eigentlich nicht. Ah, der ist jetzt betäubt, GG.
Jetzt habe ich ihn für die zweite Runde nicht. Geh zum G. Wahrscheinlich, oder? Denk schon. Ja, das betäubt der Arme. Oh, warte mal, nein. Cooler? Komm schon. Du fühlst auch die Aussau, oder? Aussau. Hier, genau das. Oder... Oh mein Gott, zählt das nicht für Betäubung. Egal, ich sehe das gleich. Da werden wir gleich schlauer. Und zwar habe ich... Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Ich muss mit 7000 Kraftstufe gewinnen. Unterschied. Wenn es 7000 waren, ich habe es kurz angeschaut, schon vergessen. Egal, nicht schlimm. Aber das sollte auf jeden Fall uns helfen. Nee, Riesenmodus haben wir nicht. Danke. Ja, raus mit euch an. Ah, ja, easy, schau mal. Nice. Nice. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, perfekt. Warte, 7000? Wenn es 7000 war, hatten wir in der ersten Runde 7000. War es 7000 oder 700? Oh mein Gott. Yeah. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Nein! Nein. Sehr schön. Bam. Oh shit. Oh mein Gott. Nein, das brauchen wir nicht. Der hat nur noch ein Leben. Aber warte mal, keiner von denen greift mehr an, ne? Ich muss einen aktivieren wahrscheinlich. Ja, nochmal, let's go. Oh yeah, wobei das dauert auch übel dann. Ja, wie geht da was jetzt los? Kommt alle. Ja, sehr schön. Oh. Lad die Genki-Dama auf, Kakarot. Oh je, oh je. Nice. Wie geil das aber aussieht, die Genki-Dama auf dem vierfachen Goku. Bam. Sehr schön. Cool. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die... Oh, haben wir es... Mann! Ich weiß nicht, ob es 7000 oder 700 waren. Haben wir jetzt unseren Ultra-Abschluss geschafft? Ich weiß es nicht. Ja. Sieht so aus, oder? I hope so, man. Sollte für Ultra-Abschluss stehen, oder? Game. BD. Alles klar. Sehr schön, Leute. Mit einem solchen Kampf hat ich nicht gerechnet. Allerdings, das sind keine gewöhnlichen Kinder. Krass, sie haben sie wirklich beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Aber können wir jetzt weiter? Das ist die Frage. Ich hoffe. Aber warte mal. Da waren zwei Bedingungen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir die Zeit geschafft haben. Ja, 1 von 2. GG. So, jetzt. Ah, hier kann ich hin. Runter kann ich nicht. Son Goku's Training, Ultraabschluss. Bei Son Goku's Training brauche ich einen Ultraabschluss. Dann würde ich, runter würde ich auf jeden Fall noch kämpfen. Weil da ist auch noch Gogeta. Gegen den würde ich schon kämpfen. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch für diesen Part diese Stage hier. Dann bereite ich den Ultraabschluss. Oh, das ist nicht mal eine Stage. GG. Da. Oh mein Gott. Dann bereite ich am besten mal kurz. Dann mache ich mal kurz einen Ultraabschluss bei Son Goku's Training. Dass wir dann rein können. Weil ich würde gerne noch runter auf jeden Fall. Bevor wir dieses Kapitel abschließen. Oder die Stage hier. Dann würde ich sagen, Son Goku's Ultraabschluss war das. Ne, Ultraabschluss Son Goku's Training, genau. Dann. Ultraabschlüsse. Dann mache ich das mal ganz kurz, damit ihr hier noch kurz danach runtergehen könnt. Bis gleich. Okay, perfekt. Dann wäre das jetzt auch geschafft. Und ihr habt gesehen, es hat sich freigeschaltet. Und zwar musste ich einfach nur hier bei so einem US-Training in jeder Runde zuerst angreifen und den Kampf dann gewinnen. Jetzt bin ich gespannt, was mit Gogeta abgeht. Das sollte ein Kampf sein auf jeden Fall. Nein! Ich dachte, ich kämpfe gegen Gogeta. Ja, okay. Oh Mann, schade, weil gegen manche Gegner oder manche Charaktere da auf der Stage kämpft man ja. Oh, egal, aber her damit, her damit. Golden Ticket, sehr schön. Schade.
hätte echt Bock, gegen Gorilla zu kämpfen. Ich habe gedacht, man kämpft gegen ihn. Ist nicht schlimm, aber da vorne hat's doch eine Stage. Vielleicht kämpfen wir noch gegen ihn, ne? Genau richtig. Hier, bam, was ist hier los? Ah, gegen Pycorn. Okay, wir siegen gegen ihn in höchstens 3 Runden. Okay. Okay, dann machen wir das noch zum Abschluss, Freunde. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht noch. Ich sitze in der Batsche. Oh mein Gott, ich habe es da so einen US-Planeten geschafft. Aber von wo in aller Welt ist bitte sein Haus? Obwohl in aller Welt, ja. Hier ist niemand. Ey, Mann! Wechsel deine Klamotten. Boah, Pycorn. Ich habe dich so oft gezogen in Legends. Ist das so? Und wo ist dieser Fähigkeit denn jetzt? Das weiß ich leider nicht, aber er kommt bestimmt bald zurück. Ja, lass trainieren, komm. Du willst doch bestimmt batchen. Let's go, ja, genau. Komm an. Let's go! Also, den wie ist der Cabra-Avatar von Majin Buu? Den würde ich eventuell empfehlen, wirklich als Kamerad mitzunehmen. Oder als, ja, Partner, Verbündeter. Warum? Denn er droppt nämlich wirklich sehr viele Gacha-Tickets am Ende eines Kampfes. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe nämlich gerade 5 Stück bekommen. Was heißt am Ende eines Kampfes? Ich glaube, er muss natürlich ein Level up bekommen. Aber er wurde auf Verbündetenstufe 5 bei mir gerade. Als ich quasi so ein U-Stage gemacht habe. Und dann habe ich 5 Gadget-Tickets bekommen. Nicht schlecht. Aber gut, ja. Was? Wir müssen spätestens Runde 3 gewinnen. Sowas, ne? Ja, das passt. Komm ran, Junge Pycorn, was ist denn dir? Sag mal nacheinander angreifen. Oh je. Ist auch vom Berserker-Typus. Stark erhöhen. Oh mein Gott, der Junge. Der Junge will einfach nur auf 102 meine CAAs schlucken. Oh je, Mini. Wie schnell. Direkt super angriffbereit. Aber ich bekomme nicht mehr als 1000 Schaden. Tralalalalala. Das ist halt Celsino in Runde 1. Aber nochmal angreifen, ja, der will nochmal rankommen. Komm. Oh, also wenn ich Cell nicht hätte, bin ich mir sicher, würde er sicherlich viel Schaden machen. Aber gut. Die Enya Cell. Deswegen passt es auf jeden Fall. Chance, irgendwas geht das aufheben, nicht gut. Wenn er das auf Rune 2 hat, dann ist das nicht gut. Weil dann tut er quasi meine Buffs auf Berserker Goku aufheben. Oh na. Oh na. Bitte nicht. Aber ich denke, der hat das sicherlich nochmal. Shit. Naja, schauen wir mal. Nein. Genau das. Okay, könnte noch spannend werden. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass er viel Schaden macht, Pycorn. Weil in der ersten Runde vor allem hat der 2 super angefehlt. Unser AI erhöht, also sie haben kaum angreifen können. Ja, oh je, jetzt wegen seiner Fähigkeit. Nee, nichts sag diesem Modus. BD! So. Machen wir das Ganze mal so. Jetzt bin ich gespannt. Ja, mit dem Fleisch. Lecker. Oh ja. Auch Schaltmodus, komm ran. Jetzt bin ich gespannt, ob er diese Fähigkeit aktiviert wieder hat. Dem Chance. Dass der Chance-Erhöhungen findet. Scheiße. Oh oh. Jetzt weiß ich nicht, ob mein Team so viel Schaden machen wird, dass ich ihn überhaupt one-shotten kann in der Runde. Also, vor allem Berserker Goku, ne? Weil den sein Schaden habe ich erhöht, speziell. Mit Rine, wollte ich sagen. Mit Rine. Aber. Ja, weiß nicht. Schauen wir mal. Okay, nein. Ah, okay, ja, doch, komm, ist auch guter Schaden. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, sofern meine Superangriffe durchkommen diese Runde, wäre es gar nicht mal so schlecht. Let's go. Nice, sehr schön. Ja, gut, das sollten wir schaffen. Rakshasas Claw, ohne Schwert nichts, alles klar. Kann man auch machen. Final. Bam, ins Gesicht. Nice, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Okay, ja, das war's. Nice. Dunkle Kamehameha, sieht schon geil aus, wie er das macht, ne? Sehr schön, sehr schön. Hätten wir hier Pycon auch besiegt an der Stelle. Lasst uns doch ganz schauen, was am Ende dieser Stage passiert. Da kommt nämlich immer eine Sequenz, aber ich hoffe, die ist nicht allzu lang. Trainiert haben wir jetzt im Endeffekt. Wie geht es aber weiter? Keuch, das war wirklich Keuch. Ja, ja, alles klar. Goku ist immer noch nicht da, ne? Weiter trainieren, HDF. Bitte. Hä? Okay, ciao, danke. Jetzt aber. Wie endet diese Stage? Darauf bin ich gespannt. Das schauen wir uns doch an. Und dann war es für diesen Part. Bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Kommt noch eine Sequenz? Ich denke schon. Wenn nicht, geht's halt im nächsten Part dann. Ah ja, siehst du. Das war's. Ah, Training ist vorbei. War das hart oder war das hart? Es war hart. Bitte aufhören. Bitte. Glückwunsch, Leute. Ihr habt es geschafft. Ihr seid echt hart im Nehmen. Oh, verhätschelt sich nicht so. Was? Das war doch gar nichts. Ich kann euch gar nicht genug danken, so Goku Vegeta. Ich bin stärker als jetzt, wo das spüre ich. Ich spüre das auch. Dein Ki ist jetzt auf einer völlig neuen Stufe. Ich glaube, du bist einsatzbereit. Vielleicht, aber ich will immer schön vorsichtig bleiben. Man kann nie wissen, was der Feind uns alles entgegenwirft. Oso ist kein gewöhnliches Kind. Er ist ein Saiyajin. Als wäre das doch nicht genug. Oh, meow. Alarmstufe Rothelden. Keine schöne Zeit, was ist? Gegner der Helden hat gesichert noch schlimmer als beim letzten Angriff. Zeit, das Training umzusetzen, Leute. Auf geht's, Team. Jawohl, perfekt, also. Warte mal kurz, schaut noch Mathe. Nimm das mit nur für den Fall. Was ist das? Potara-Ohrringe. Oh mein Gott! Jetzt bin ich drauf gespannt. Jetzt bin ich drauf gespannt im nächsten Part dann auf jeden Fall, ob wir die Ohrringe sofort nutzen werden gegen den Gegner. Sehr cool! Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch immer noch einen schönen Tag. Dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Oh mein Gott, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.